Willkommen zurück, willkommen zu diesem neuen Video. Wir gucken uns heute ein Versiegelungsshampoo an, das aktuell in aller Munde ist. Sehr unterschiedliche Ergebnisse zu diesem Shampoo. Wir gucken uns an, wie das auf Atze seinem Auto hält, ob es perlt, ob es funktioniert. Das und noch viel mehr in diesem Video. Bleibt dran, mehr nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, ich habe es ja eben gerade gesagt, das neue Meguiar's Wash & Wax ist ja das neue Versiegelungsshampoo, das aktuell in aller Munde ist. Es gibt schon unzählige Videos dazu auf YouTube mit aber auch sehr, sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Ich möchte mir jetzt einmal angucken, wie dieses Shampoo auf Atze seinem Auto performt. Wir werden das Ganze anwenden auf einem versiegelten Bereich, auf einem unversiegelten Bereich und gucken erstens, wie die generelle Leistung des Fahrzeuges ist und ob es die Versiegelung beeinflusst, vielleicht sogar steigert. Das Besondere bei diesem Shampoo ist, es ist so ein Zwei-Komponenten-Shampoo, nenne ich es jetzt mal vorsichtig. Wir haben hier einmal in dem Hauptbehälter ein reines Autoshampoo drin, das auch übrigens sehr angenehm, wirklich sehr fruchtig riecht. Und der Versiegelungsanteil ist separat. Der kommt quasi zum Schluss in das Wasser rein. Also ist eigentlich ein sehr cooles Konzept, wenn die Leistung hier natürlich stimmt. Man sollte daraus kein Hexenwerk machen. Dazu haben wir natürlich passend auch den Mikrofaserschwamm. Ist Geschmackssache. Diese Zotteln mag ich jetzt nicht so, aber es gibt ja auch noch eine Rückseite. Der ist dann quasi zum Auftragen von den Versiegelungen oder vom Versiegelungsbestandteil gedacht. Aber für jeden guten Test und für jeden guten Vergleich braucht man natürlich ein Referenzprodukt. Und dafür haben wir auch eins am Start. Das hier ist auch ein Versiegelungsauto-Shampoo. Absolutes Prototypenprodukt, ist noch nicht erhältlich. Es ist wirklich, wirklich, wirklich nur ein Prototyp, habe ich zum Testen zugeschickt bekommen. Einfach, dass man mal so meine Meinung dazu hört. Ist ein Einkomponenten-Versiegelungsshampoo, nenne ich es jetzt mal vorsichtig. Schöne ist halt, wir haben diese typische Kammer hier, wo man auch hier dann eben, wie beim Rack to Riches zum Beispiel, genau abmessen kann, wie viel Produkt man braucht. Ich habe es schon mal benutzt. Möchte euch aber hier schon mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und vor allem haben wir dazu dann auch ein passendes Referenzprodukt. Wir werden jeweils die eine Hälfte vom Fahrzeug waschen. Das Schöne beim Atze, seinem Auto ist ja, wir haben beide Türen versiegelt und der Heckbereich ist unversiegelt. Sprich, wir werden da natürlich dann dementsprechend sehen, wie gut oder wie schlecht beide Produkte sich verhalten und ob es die Hydrophobie der bereits bestehenden Versiegelungen verändert. Wir werden uns jeweils einen Eimer mit Autoshampoo zurechtmachen, so jeweils 10 Liter. Wir werden die eine Hälfte so waschen, die andere Hälfte so und dann einfach mal gucken, wie sich das Ganze verhält. Wenn ihr also wissen wollt, wie sich diese beiden Produkte schlagen, würde ich sagen, bleibt dran. Wir gehen jetzt in den praktischen Teil einmal über und dann gucken wir weiter. Ja, ich begleite das Ganze natürlich wie immer so ein bisschen im Voice-Over. Hier haben wir das Shampoo mit dem dazugehörig passenden Schwamm, mit der Zottelseite und der Sealant-Seite, wie ich es jetzt einfach mal nenne. Wie gesagt, ein Produkt, das in letzter Zeit viel in aller Munde war und wir haben hier die beiden Probanden. Einmal natürlich ein Referenz-Testprodukt und einmal das Meguiar's. Zwei Eimer, a ca. 10 Liter drin. Wir machen jetzt hier einmal eine Ladung Shampoo rein pro
16 Liter, also ungefähr 30 bis 50 Milliliter, also ganz normale Dosierung. Und dann auf der linken Seite des McGuire's. Wir machen jetzt erstmal nur den Shampoo-Anteil rein. Hier muss ich sagen, wie gesagt, riecht sehr angenehm, allerdings ziemlich dickflüssig, weiß, cremig. Genau, kommt zuerst rein. Schäumt bis dahin auch schon sehr, sehr schön. Wir mischen das Ganze jetzt einmal mit dem Handschuh Fixie durch und wie gesagt, schäumt schön. Dann haben wir hier den Versiegelungsanteil, den wir jetzt so ein bisschen vorsichtig darauf träufeln. Dieser vermischt sich nicht mit dem Wasser, sprich es gibt keine Emulsion, die stattfindet, sondern dieses Versiegelungsprodukt schwimmt auf der Oberfläche. Wir gehen jetzt hier trotzdem mal mit dem Vorreiniger drüber. Wir hatten zwar einen Tag vorher die Haube schon mal gewaschen, den Rest vom Auto aber nicht. Sprich, dieses Video findet einen Tag nach unserem Hydrobeat vs. Griot's Garage Vergleich statt. Es passt jetzt hier sehr, sehr gut. Wir waschen also das komplette Auto einmal. Die rechte Seite, diese Seite, die ihr jetzt gerade im Video seht, werden wir mit dem Prototypenprodukt einmal waschen und die darüberliegende oder gegenüberliegende Seite mit dem McGuire's. Gut, wie gesagt, einmal eine Runde Schaum, kurz einmal abduschen, ihr seht selber schon, also Auto ist immer noch dreckig, wir haben jetzt auf der Tür das Sunlight drauf, perlt schon, aber man merkt einfach, es ist eine ganz lange Zeit nicht gewaschen worden, duschen das Ganze dann einmal ab, einfach wirklich, dass ihr seht, es ist zumindest im Heckbereich, da wo ich jetzt aktuell gerade absprühle, es sind keine Versiegelungsbestandteile drauf. Wir haben jetzt also einen schönen Vergleich, wir haben einmal eine keramikbeschichtete Seite, können also beurteilen, wie weit die Hydrophobie nach der Reinigung beeinträchtigt wird und wir haben eine unversiegelte Seite, was ich absolut spannend finde. Gut, ich gehe trotzdem noch mit dem Vorreiniger drüber, in diesem Fall von Tuga, den Vorreiniger, den Intensivreiniger, um sämtliche Reste zu entfernen, spüle das Ganze dann noch einmal ab. Und was ihr seht, ich denke, man sieht es sehr gut, wir haben im unteren Türbereich überhaupt keine Hydrophobie, stehender Wasserfilm und auf der linken Seite Hydrophobie vom Sunlight. Ich habe jetzt hier die Belichtung ein bisschen runtergestellt, einfach, dass ihr sehen könnt, wie sich das Ganze entwickelt, weil sonst würde man auf silbernem Auto keine Wasserperlen sehen. Gut, wir waschen das Ganze einmal wie ein ganz normales Shampoo. Wir haben einen sehr angenehm fruchtigen, ich würde sagen Mirabelle, Pfirsichduft, also schon sehr angenehm und typisch für ein Shampoo. Auch bei das gilt bei den Prototypen genau dasselbe. So gut wie keine Schaumentwicklung. Ich würde sagen minimal, ist aber ein bisschen normal für Produkte, die Versiegelungsbestandteile haben. Das ist beim Polytop so, das ist beim Sonax so, ja, bei allen, die man kennt. Und man sieht sofort, der Wasserfilm auf der rechten unversiegelten Seite reißt sofort auf, was ich sehr lobenswert fand. Das Shampoo funktioniert auch hervorragend auf Glasoberflächen, also auch die Seitenscheiben und so werden direkt hydrophob. Und ich denke, man sieht das auf der Seite schon wirklich gut. Also Wasserfilm reißt auf, man hat direkt einen quasi trockenen Lack. Auch beim Abspülen, man hat einen wirklich geschlossenen Film. Was man aber sagen muss, die Sunlight-Seite wurde ein Tick beeinflusst. Sprich, man dann sieht, der Versiegelungsbestandteil legt sich auf die Beschichtung drüber. Und ich würde sagen, man verschlechtert sich die Hydrophobie einfach einen Ticken. Dafür auf der unversiegelten Seite, ihr seht selber, es perlt wirklich schön ab. Dafür, dass wir immer noch von einem Shampoo reden und keine Spray Sealant oder ähnliches. Wir gehen jetzt ein bisschen näher ran und ihr seht das selber, also der Lack ist wirklich oder wird sehr trocken, was einem natürlich auf einem unversiegelten Auto das Abtrocknen nachher erleichtert. Und auch eine leichte Glätte entwickelt sich, also der Lack fühlt sich danach tatsächlich sehr gut an. An dieser Stelle schreibt schon mal, was ihr davon haltet. Gut, nun kommen wir zum eigentlichen Haupttestprobanden. Wir nehmen uns den McGuire's an. Wir waschen zuerst mit der Zottelseite ab. Auf der rechten Seite von der Tür ist ja noch, wie ihr von den Videos davor wisst, das Moonlight drauf. Also, wir gehen einmal in das Waschwasser. Waschen, wie gesagt, mit der Zottelseite und dann mit der grauen Seite hinterher. Und das ist im Prinzip wie so ein Ölfilm, den man tatsächlich auf der Seite dann so ein bisschen hin und her schmiert. Ich meine, man sieht es sehr gut, denke ich. Der Wasserfilm reißt tatsächlich ein Stück weit auf. Aber das, jetzt wird es wirklich suspekt. Also hier müsst ihr wirklich dranbleiben, denn es hat auf der unversiegelten Seite so gut wie gar nicht performt. Das Moonlight wurde so gut wie nicht beeinflusst. Also es ist ähnlich hydrophob wie davor auch. Aber schaut mal selber her, jetzt auf der unversiegelten Seite, also überhaupt nicht überzeugend eigentlich. Aber da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Ja, mich muss ich sagen, hat es jetzt an dieser Stelle nicht wirklich weggeflasht.
Da fand ich das andere Shampoo schon besser. Aber wir geben nicht auf. Wir widmen uns jetzt nämlich mal noch, ja, bleibt dran, ein paar anderen Bauteilen. Und jetzt wird es suspekt. Denn wir widmen uns dem Heckbereich vom Fahrzeug. Ich habe mir gedacht, wisst ihr was, wir probieren es einfach nochmal an zwei, drei anderen Bauteilen. Wir gucken einfach mal, wie das Ganze ja, auf anderen Bauteilen performt. Ja, Heckklappe, wie gesagt, wie vorhin, einmal mit der Zottelseite abwaschen. Dann, und ich denke, man sieht hier auch schon sehr gut, gerade bei dem Audi-Emblem, wie der Wasserfilm aufreißt. Wirklich, das ist wie ein Ölfilm, den man die ganze Zeit ja, auf der Oberfläche dann verteilt. Im Übrigen, meiner Meinung nach, fühlt sich das auf den Händen nicht wirklich geil an. Man hat diesen fettigen, öligen Schmierfilm auch die ganze Zeit an der Haut. Finde ich absolut ungeil. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Gut, dann duschen wir das jetzt gleich ab. Ich lasse das jetzt ungeschnitten so laufen, dass ihr wirklich das Ganze nachvollziehen könnt. Sprich, ich musste mit dem Hochdruckreinigerschlauch erst einmal um das Auto rumdackeln, um das Ganze abzuspülen. Aber wir spülen ab und hier sieht das Bild tatsächlich schon ganz anders aus. Jetzt auch noch nicht so, wo man sagt, oh mein Gott, das ist das Krasseste, was ich je gesehen habe. Also hier sind wir schon mal zumindest an der Heckklappe auf demselben Level wie bei dem Prototypen-Shampoo. Also nicht schlecht, aber jetzt auch natürlich nicht das Allerkrasseste. Ich würde sagen, insgesamt noch einen Tick unter dem Sonax Ceramic Active Shampoo. Ja, sieht aber schon auf jeden Fall deutlich besser aus. Und jetzt natürlich die Frage, woran liegt's? Ich habe keine Ahnung. Deswegen habe ich mir gedacht, wisst ihr was? Wir checken die Motorhaube auch gleich nochmal mit. Und jetzt wird's komplett irre. Also haltet euch fest, weiter geht's. Wir gucken uns die Haube an. Denn ihr wisst selber, wir hatten einen Tag vorher den Vergleich gemacht. Griot's Garage 3-in-1 Wax versus Hydrobeat. In der Mitte war das Hydrobeat ja noch intakt, auch bis zu dem Stand des Videos. Und auf der rechten Seite hatten wir unsere zwei Schichten Griot's Garage. Gut, ich habe mir gedacht, wisst ihr was? Ziehen wir durch. Wir probieren mal, was passiert, wenn wir einen Bauteil haben, wo Versiegelungsbestandteile schon mit drauf sind, beziehungsweise Versiegelungsreste mit drauf sind. Also, wir waschen mit der Zottelseite, gehen, wie ihr seht, mit der grauen Seite einmal hinterher. Und ich denke, man sieht schon, okay, es perlt. Sieht schon mal interessant aus, sieht schon mal besser aus wie auf den anderen Bauteilen. Massieren das Versiegelungsprodukt in die Haube ein. Und, ja, dann spülen wir einmal ab. Wartet. Ich hole den Hochdruckreinigerschlauch. Einen Moment, wir machen das Ganze natürlich ungeschnitten. Das soll ja für euch nachvollziehbar sein. Und, ja, okay, also jetzt an dieser Stelle muss ich sagen, war ich selber sprachlos. Für mich nicht nachvollziehbar, woran es jetzt wirklich lag, ob es jetzt wirklich an den Versiegelungsresten darunter lag, ob es am Bauteil lag oder. Wir hatten hier ein komplett anderes Bild. Sogar die Versiegelungsreste vom Griot's Garage performen wieder extrem gut. Ja, Hydrobeat in der Mitte performt auch hervorragend. Also das muss man echt sagen, einfach richtig krass. Wenn ihr genau hinseht, seht ihr, dass ich auf der Hydrobeat-Seite sogar eigentlich im Prinzip kein Wasserfilm bildet, auf der Griot's Garage Seite schon. Also alles, ich sag jetzt mal, nicht ganz nachvollziehbar mit dem Produkt. Ja, schwierig. Deswegen hatte ich mir gedacht, wisst ihr was, jetzt will ich es wirklich, wirklich wissen. War für mich, wie gesagt, nicht nachvollziehbar. Deswegen werden wir die rechte Seite der Haube, also quasi genau die Hälfte der rechten Haube, nochmal waschen. Und zwar mit dem Prototypen-Shampoo. Wir werden jetzt einfach mal gucken, was passiert. Ich wasche jetzt einfach nochmal hier drüber, weil eigentlich müsste sich die Hydrophobie ja nochmal verändern, weil sich ja dann das andere Shampoo auch wieder darüber legt. Ja, wir probieren einfach mal. Und tatsächlich war es auch so. Ja, der Film reißt auf, wir waschen und duschen im Anschluss dann auch gleich nochmal ab. Alles ein bisschen, ja, keine Ahnung, kann ich mir selber nicht erklären, woran das so im Speziellen einfach liegt. Auch hier muss man aber sagen, auch das Prototypen-Shampoo funktioniert an der Stelle für ein Versiegelungsshampoo sehr, sehr gut. Wasserfilm reißt auf und ja, also schwierig. Ich kann mir selber nicht erklären, woran das hier im Speziellen genau lag. Ja, was wir jetzt als nächstes aber machen werden, einfach mal um zu gucken, was passiert, wenn ich jetzt nach so einem Shampoo meinen Lack abtrockne. Inwieweit ist die Versiegelungsleistung danach noch intakt? Das ist natürlich auch ein, wie ich finde, äußerst spannende Frage. Und genau das werden wir uns jetzt einmal angucken. Ich werde jetzt einfach mal ein x-beliebiges Trockentuch holen. Ich werde den Lack jetzt an der Haube einmal abtrocknen und gucken, ja, was
passiert. Na, also ist im Prinzip die Leistung vom Shampoo danach noch intakt, ist sie so gut wie weg. Also werden wir jetzt uns das Ganze auch nochmal angucken. Und ich denke, danach sollte es das mit dem Video gewesen sein. Ist ein bisschen länger geworden, wie gedacht, aber wir wollen es ja auch genau wissen. So, gut, trocken ist es und wir spülen ab. Ja, hat auf jeden Fall nachgelassen, die Leistung, seht ihr selber. Man merkt, die Versiegelung vom Shampoo ist auf jeden Fall noch da. Sie liegt auch quasi noch auf den anderen Produkten obendrauf, aber hat auf jeden Fall schon spürbar nachgelassen. Genau, also so viel zu dieser Stelle, würde ich sagen. An dieser Stelle verabschiede ich mich und wir sehen uns gleich zum Abschlusswort. Tja, da sind wir wieder. Ich denke, ihr habt die Anwendung selber gesehen. Ein, ja, wie soll ich sagen, wie ich finde, äußerst interessantes Produkt. Es hat auf drei unterschiedlichen Stellen am Auto einfach komplett unterschiedlich performt. Hätte ich echt so auch nicht erwartet. Die keramikbeschichtete Seite hat es, dass die Hydrophobie auf jeden Fall verschlechtert. Man merkt, es legt sich einfach ein Film darüber. Heckklappe hat man schon eine Leistungssteigerung gesehen. Auf der hinteren linken Seite gar nicht. Und da, wo unser Dreier-Sprühversiegelungsvergleich drauf war, wie durch ein Wunder auf einmal bombastischste Perlen und extrem hydrophob. Wie ich finde, ein schwieriges Produkt, wenn man überlegt, was diese Flasche kostet. Irgendwo, ich glaube, zu meinen, ich habe es so zwischen 30, 35 Euro sowas. Ja, auf jeden Fall sportlich. Da muss man einfach gucken, ob einem diese Leistung genügt. Ich muss sagen, ich würde an dieser Stelle einfach bei den Produkten bleiben, die man vielleicht schon kennt. Ihr könnt das natürlich sehr gerne ausprobieren und schauen, wie sie bei euch funktioniert. Ich muss aber sagen, für mich hat hier der Prototyp einfach besser funktioniert. Das ist einfach keine Wissenschaft. Ich muss nicht hier mit der einen Seite, dann mit der anderen Seite vom Schwamm erst drüber hinzukommen. Und das muss ich ehrlich sagen, ich fand es beim Waschen einen Tick unangenehm, weil die Versiegelung sich nicht mit dem Wasser quasi mischt oder mit dem Waschwasser, sondern auf der Oberfläche wie ein Ölfilm schwimmt und dieses Gefühl hat man auch die ganze Zeit an den Händen. Wie so ein Schmierfilm finde ich relativ unangenehm, hat mir persönlich nicht so zugesagt und es ist auch einfach die Anwendung. Ich muss erst mit der einen Seite vom Schwamm drüber, dann mit der anderen. Ja, entweder habe ich dann Leistung oder keine. Das war für mich, war das also sehr faszinierend auf dem Auto zu beobachten und da bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Hier muss ich einfach sagen, Sonax Ceramic Active Shampoo wäre für mich hier eine bessere oder klarere Empfehlung. Genauso wie unser Prototyp-Produkt hat hier wirklich sehr gut funktioniert. Einfach ganz normal das Auto waschen und Spaß dabei haben und nicht erst so und dann so und dann so und dann so, sondern wirklich narrensichere, einfache Anwendungen. Ich habe ein Produkt, eine Flüssigkeit, ich muss nichts waschen oder mischen. Oder erst das eine und dann das andere draufträufeln, wie auch immer, sondern ab ins Waschwasser damit und ganz normal waschen und auch Freude damit haben. Was man aber sagen muss, alle drei natürlich riechen sehr angenehm. Ich habe hier so eine fruchtige Note im Shampoo. Der Booster riecht chemisch, das Shampoo riecht extrem flüssig, ist aber ja, eine weiße, dick, flüssige, cremige Konsistenz, die mich schon stark an etwas erinnert, das ich in dem Video aber nicht frei äußern möchte. Ja, und dann haben wir hier natürlich das Shampoo hier, das so ein bisschen so einen leichten Tick nach Mirabelle hat. Ja, und auch hier natürlich vom Ceramic Shampoo könnte ich mir so ein bisschen Pfirsich darunter vorstellen. Also auch sehr, sehr angenehm. Ja, das war, denke ich, ein cooles Video. Es war ein schöner Vergleich. Ich bin aber gespannt, was ihr dazu sagt. Was haltet ihr vom neuen Meguiar's Wash & Wax Shampoo? Schreibt das ruhig unten in die Kommentare. Ansonsten die Alternativen passend dazu, Sonax sowie aber auch das Polytop Wash & Seal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Das gibt es tatsächlich noch nicht. Wir werden aber abwarten, ob es kommt. Bin gespannt. Auf jeden Fall ein Produkt, das mich bisher schon überzeugt hat, weil es einfach einfach ist. Es macht einfach und es macht Spaß. Es gleitet schön über den Lack und hat eine minimale Schaumentwicklung, die aber bei allen Waschshampoos nicht so ausgeprägt sind, die Versiegelungsbestandteile haben. Gut, damit verabschiede ich mich. Euch allen noch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.